Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Frage der Woche. Heute mit Volker Beck von den Grünen. Wir haben ja schon die Frage der Woche sozusagen an mehreren Tagen von Montag bis Freitag gepostet. Und dieses Mal ist es Muslime unter Generalverdacht. Der Anlass war so ein wenig der neuerliche Fall, dass ein islamistisch motivierter Anschlag offenbar noch unmittelbar verhindert werden konnte. Es gab islamistische Anschläge im Sommer. Und von den Zuschriften merken wir, dass doch immer mehr so eine antimuslimische Stimmung um sich greift in Deutschland. Deckt sich das mit Ihrer Erfahrung? Ja, es gibt das Problem, dass zu viel pauschalisiert wird. Und wir müssen sehen, die übergroße Mehrheit, selbst der Islamisten in Deutschland, ist gewaltfrei. Und der Islam insgesamt, da gibt es problematische Aussagen von manchen, aber die Muslime in Deutschland haben damit in einer ganz großen Mehrheit einfach nichts zu tun. Das sind friedliebende Menschen, die an Allah glauben, die gelegentlich mal beten, die manchmal auch in die Moschee gehen und ansonsten den Nachbarn einen guten Mann sein lassen. Genau dazu kamen ganz viele Fragen, Kommentare. Ich versuche das, also wir merken das ja immer, dass es sehr ausgewogene Zuschriften gibt. Manche sind wirklich auch sehr plump. Ich versuche das zusammenzufassen in eine anständige Form, die dann doch fragen, ist der Islam nicht doch eine Ideologie? Wie sehen Sie das? Naja, wenn man es so will, ist jede Religion eine Ideologie. Also selbstverständlich gibt es Auslegungen von allen Religionen, ob das das Christentum ist, das Judentum ist, der Hinduismus, der Buddhismus und auch der Islam, wo es fundamentalistische Auslegungen gibt, Engführungen, die auch den historischen Entstehungsprozess von Religionen ausblenden und dann Dinge aus der Vergangenheit wortwörtlich nehmen. Und das führt immer ins Desaster. Und gegen diese Art von Verengung von Religion und von Politisierung von Religion muss man sich zur Wehr setzen. Aber das ist nicht nur ein Problem des Islam, das hatten wir im Christentum in den vergangenen Jahrhunderten auch. Und es gab auch kriegerische Auseinandersetzungen, die mit unserer Mehrheitsreligion begründet wurden. Deshalb muss man da sorgfältig sein. Und ich habe ein bisschen die Sorge, dass die Islamfeinde und die Islamisten das gleiche Islambild haben. Und das dürfen wir als Gesellschaft nicht übernehmen. Jede Religiosität muss gelebt werden können im Rahmen der Religionsfreiheit, ohne dass man Leute gleich unter Verdacht stellt. Und gleichzeitig müssen wir uns aber genauso wie wir das in der Vergangenheit mit katholischen Bischöfen gemacht haben, die Unsinn erzählt haben, Mut haben, mit Predigern auseinanderzusetzen und zu sagen, euer Frauenbild, euer Aussagen zu Rechten von Lesben und Schwulen sind in einer demokratischen Gesellschaft inakzeptabel. Auch wenn sie womöglich noch von der Meinungsfreiheit gedeckt sind, entwürdigen sie die Menschen und da müsst ihr mit unserer Gegnerschaft rechnen. Ich glaube, das ist ein bisschen, was uns in Deutschland fehlt. Einerseits zu sagen, ja zur Religionsfreiheit von Muslimen und andererseits den Mut zu haben, da wo wir Sachen sehen, mit denen wir nicht einverstanden sind, das auch offen zu diskutieren, ohne dass das einen islamfeindlichen Zungenschlag kriegt. Dazu auch eine oder Anmerkung, die sehr häufig kam, die gesagt haben, na gut, aber die Muslime müssen selber mehr tun. Ja, also ist ja schön und gut, wenn sie das Gefühl haben, sie stehen unter Generalverdacht. Aber ja, man ist eine Sache, ich sage das jetzt mal so flapsig, da muss mehr aus der Community kommen. Kann man so sehen, oder? Also ich finde auch, man muss die Leute stärker bei ihrer Verantwortung packen. Wir haben ein Problem, dass manche Menschen den Islam auslegen wollen als Rechtfertigung von Gewalt, als Rechtfertigung von Unterdrückung von bestimmten Gruppen in der Gesellschaft oder auch von religiösen Minderheiten. Das muss jeder klar machen, dass das nicht in der demokratischen Gesellschaft einen Platz hat. Und das erwarte ich auch von den islamischen Organisationen. Und ich erwarte mir da mehr, als dass sie regelmäßig eine Presseerklärung abgeben, weil das Innenministerium dazu aufruft, man sollte diesen oder jenen Anschlag verurteilen oder sich zum Grundgesetz bekennen. Das sind alberne Klamauk-Vorgänge, die vor allen Dingen einen demütigen Charakter gegenüber den Muslimen haben. Ich finde, wir müssen uns als Staat und auch gesellschaftliche Organisationen mit den muslimischen Organisationen an einen Tisch setzen über die Frage, wie können wir gegen diese Interpretation des Islam gemeinsam vorgehen? Und wie können wir auch mit den islamischen Organisationen gemeinsam für die Menschenrechte, wie sie unsere Verfassung sieht,
werben und auch im islamischen Bereich da, wo es Leute gibt, die eine andere Auffassung haben, uns mit denen streiten und versuchen, Leute, die da drohen, dahin abzudriften, zurückzuholen. Das ist, verlangt viel mehr als Deklarationen, die sind wohlfeil, aber auch wirkungslos. Ich will das durchaus mal aufgreifen, weil ich finde, weil es, also es kommt so häufig, dass ich es nicht ignorieren möchte, dieser Vorwurf, warum wollt ihr Deutschland kaputt machen? Wie gehen Sie mit solchen Aussagen um und was glauben Sie, warum das so wahrgenommen wird? Also die Leute, die meinen, wir machten Deutschland kaputt, die haben sich von diesem Deutschland schon lange verabschiedet, weil das ist nicht das Deutschland des Grundgesetzes. Das Deutschland des Grundgesetzes ist eine Basis von Gleichheit in der Verschiedenheit. Man darf in Deutschland unterschiedliche Dinge glauben, man darf heterosexuell oder homosexuell lieben, man darf als Mann und Frau die gleichen Berufswünsche verwirklichen und das ist die Grundlage unserer Verfassung. Diese Leute wollen zurück in eine beschauliche Welt des 19. Jahrhunderts, die gar nicht so beschaulich in der Wirklichkeit waren, aber die wollen eine Homogenisierung von Gesellschaft und das ist nicht die Bundesrepublik Deutschland, das ist allenfalls das Kaiserreich oder noch schlimmere Zeiten. Jetzt Bezug nehmend auf das, was Sie auch vorher gesagt haben, mit islamischen Organisationen sprechen, man muss also die Werte des Grundgesetzes vertreten. Es scheint ja aber dann in der Realität an manchen Orten doch nicht so leicht zu sein, vor allem wenn sich bestimmte Cluster ausbilden, wo der Zugang tatsächlich schwieriger wird. Ich will jetzt nicht sagen Berlin-Wedding, aber ich glaube tatsächlich da, ich bin ja selber mal jetzt vor ein paar Tagen gewesen, da spricht man in der Tat in der Regel eher Türkisch auf offener Straße oder wenn man in den Bäcker geht. Da fiel ich auf und wurde auch angesprochen als Deutscher. Wie will man da noch einen Zugang schaffen? Das wird ja schwierig, wenn man vielleicht nicht doch klarere Grenzen aufsetzt, oder? Naja, also andere Länder gehen damit ein bisschen entspannter um, dass in manchen Stadtvierteln auch mal eine andere Sprache von der Migrationscommunity gesprochen wird. Also da rate ich doch mal zu einer Fahrt in die Vereinigten Staaten von Amerika. Da finden Sie Ihr Chinatown, da finden Sie die Gegenden, wo die Mexikaner wohnen oder je nachdem, welche Community in der Stadt gerade stark ist. Solange die Leute sich demokratisch verhalten, ist mir egal, in welcher Sprache die das tun. Und keiner stört sich hier auf der Straße, wenn jemand Englisch spricht. Das ist ein bisschen ein Unwohlsein, weil man das Gefühl hat, man kommt was nicht mit. Aber wenn einem das wirklich wichtig ist, soll man halt ja auch diese Sprache lernen. Dann kriegt man auch mit, was da läuft. Da, wo wir tatsächlich Probleme haben mit Kriminalität, mit Islamismus, mit gewaltbereiten Leuten, da muss man natürlich mit Sozialarbeitern rein, die dann auch die interkulturelle Kompetenz haben und die Street Credibility, dadurch, dass sie die Sprache sprechen. Das muss man als Aufgabe annehmen, aber davor muss man nicht Angst haben und weglaufen. Also wir haben das doch schon seit Jahrzehnten, da ist auch nichts Neues passiert. Es gibt jetzt auf einmal so ein Gefühl, dass man sich bei allem unwohl fühlen muss und unheimlich schimpfen muss über Dinge, die in Deutschland schon seit 10, 20, 30 Jahren so sind. Und in der Tat haben wir in der Vergangenheit Fehler gemacht, das würde ich schon auch sagen. Also insbesondere die CDU hat lange die Realität verweigert, dass wir ein Einwanderungsland sind. Wir hatten seit den 50er, 60er Jahren die sogenannte Gastarbeitereinwanderung. Damals dachte man, das seien Gäste, die da kommen, die sind aber alle noch da. Ja? Und man hat deshalb, weil man gedacht hat, das sind Gäste, da lohnt es sich ja nicht dazu investieren, dass die Deutsch lernen, da muss man auch nichts für denen ihre Weiterbildung tun, das ist ja alles egal, die sind ja in 3, 4 Jahren ohnehin wieder weg. Und das hat uns wirklich in manchen Bereichen Probleme bereitet, weil die Leute dann tatsächlich schlechte Sprache hatten, keine Ausbildung, dann sind die Arbeitsplätze weggefallen, konnte man zum Teil die Leute nicht wieder neu in den Arbeitsmarkt integrieren, weil man da Versäumnisse in der Vergangenheit hatte. Es war Rot-Grün 2005, die gesagt haben, wenn jemand neu nach Deutschland kommt, muss er innerhalb der ersten 2 Jahre einen Integrationskurs besuchen. Das ist ein Rechtsanspruch und eine Pflicht zugleich, weil jeder, der hier lebt, muss ein Minimum an Deutschkenntnissen haben und muss auch ein bisschen was über das Land erfahren, in das er gekommen ist. Aber das, was wir seit 2005 machen, das ersetzt halt nicht die Fehler, die wir in den 50er und 60er Jahren bereits gemacht haben. Und das muss man nacharbeiten, aber das ist eben ein schwieriger Prozess, nicht von heute auf morgen. Aber
Da muss man sagen, da wurde in den 50er und 60er Jahren unter der CDU-Regierung tatsächlich manches kaputt gemacht. Und die Ergebnisse sieht man in manchen Stadtvierteln heute, wobei ich immer erstaunt bin, wenn ich in den Stadtvierteln bin, von denen die Presse immer so sicher ist, dass das alles da so schwierig ist. Also ich wohne in Berlin, in Kreuzberg, ich kenne in Köln die Viertel, denen man das nachsagt. Also ich komme da überall gut zurecht und ich habe da auch noch nie ein größeres Problem mit Gewalt oder sowas gehabt, wo ich immer lese, das sei angeblich dort das gängige Thema. Also da rate ich auch ein bisschen, nicht immer zu sagen, da woanders, wo ich noch nicht war, da projiziere ich all meine Ängste hin, sondern am besten mal vorbeigehen und gucken, wie es wirklich ist. Das deckt sich auch mit meinen Ansichten in der Tat. Also reden hilft da ja häufig. Aber zurückzukommen nochmal auf diesen sprachlichen Aspekt, ich finde das auch ganz entscheidend. Wie gesagt, ich mache ja auch durchaus Besuche, weil ich genau das eben erfahren will. Wie ist das da? Nicht immer drüber reden, sondern angucken. Und ich finde diese sprachliche Komponente eben in der Tat entscheidend. Aber müsste man dann nicht wirklich auch sagen, keine Bäckerschilder auf Türkisch und Arabisch, sondern auf Deutsch? Keine Predigten auf Arabisch, nein, sondern auf Deutsch? Das geht nicht. Und es gibt übrigens nicht nur Predigten auf Arabisch oder auf Türkisch, sondern wir haben Gottesdienste immer schon in der katholischen Kirche in Deutschland gehabt, seit der Gastarbeitereinwanderung, auf Kroatisch, auf Italienisch, auf Ukrainisch. Selbstverständlich gehört das zur Religionsfreiheit dazu und ist auch ein bisschen Heimat, dass man auch ein Gottesdienstangebot kriegt in der eigenen Sprache. Ich würde mir bloß wünschen bei den Imamen, und das ist insbesondere eine Forderung an die DITIB, aber auch an einige andere Länder, dass die Leute hier groß geworden sind und sich hier auskennen und die Sprache sprechen und nicht Leute aus Ankara geschickt werden, die kein Wort Deutsch sprechen, Imam der Gemeinde sind, dieses Land nicht kennen und als Seelsorger Familien beraten sollen in einer Realität, die ihnen selber fremder ist als den Familien. Und natürlich haben wir beim Menschen mit Migrationshintergrund zwischen den Generationen klassische Probleme, die auch nur der verstehen kann, der das selber am eigenen Leib in der eigenen Familie erlebt hat. Die erste Generation, die einwandert, hat immer eine starke Beziehung zum Heimatland und ist noch nicht so ganz da. Die nächste Generation wächst hier auf und hat einen Konflikt mit den Vorstellungen der Eltern, die die aus dem Heimatland mitgebracht haben. Und das Interessante ist ja bei einem Einwanderungsprozess, dass die erste Generation oftmals den gesellschaftlichen Zustand ihres Landes im Kopf verlängert, zu dem Zeitpunkt, wo sie das Land verlassen hat. Das Land hat sich längst weiterentwickelt, aber diese Menschen haben immer noch das Bild, das ist unser türkischer Lifestyle, den gibt es dann in der Türkei unter Umständen gar nicht mehr. Das haben wir übrigens bei Einwanderern aus Deutschland in die USA in den vergangenen Jahrhunderten auch gesehen. Klassische Beispiel die Amish in Pennsylvania, die immer noch so rumlaufen wie im 18. Jahrhundert. Oder Florianopolis in Brasilien, was aussieht wie, oder Blumenau, wie es glaube ich heißt. Ganz kurz zum Schluss, aber vielleicht wirklich gerafft die Antwort, weil das war die Ausgangsfrage. Glauben Sie, dass man als Muslim in Deutschland in der Tat inzwischen Angst haben muss, in manchen Bereichen Angst haben muss? Wie sehen Sie das? Naja, man darf da auch nicht pauschalisieren, aber es gibt schon eine Muslimfeindlichkeit in dieser Gesellschaft, die aus dieser Pauschalisierung wächst und gegen die müssen wir uns genauso wenden wie gegen islamistische Tendenzen im Islam. Wir dürfen bei beiden Dingen nicht wegschauen und wir dürfen Pauschalisierungen nicht zulassen, weil die immer die demokratische Grundlage unserer Gesellschaft in Frage stellen. Volker Beck, ein schönes Schlusswort. Sind auch geübter Politiker, insofern wissen Sie, wie das geht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir melden uns dann Montag wieder mit der nächsten Frage der Woche. Wir können auch weiter diskutieren bei Facebook. Freue mich natürlich immer über angemessene Kommentare, das sage ich an der Stelle immer. Und freue mich auf nächste Woche und auf einen neuen Gast. Bis dahin. Tschüss. Schon. So, dann hole ich meinen Zeug, weil mir auf mich ja wartet noch. Ja, guck mal, ich hoffe, es ist aus. Ja. Die Batterie ist leer. Fast leer.